Hallo, liebe Tiefseefreunde, zu einer neuen Ausgabe von Anno 1800. Ja, nach einer längeren Pause geht's wieder weiter, zumindest für mich. In der Zwischenzeit ist einiges passiert bei Anno, das Spiel wird da immer wieder weiterentwickelt und es kommen neue DLCs hinzu. Beim jetzigen Stand dieses Videos sind alle DLCs installiert, wir sind aber ja irgendwo mittendrin, das heißt also, wir spielen gerade irgendwo zwischen der Geschichte mit der neuen Welt, Land der Löwen und dem Touristen-DLC. Es gibt aber schon wieder einen weiteren mit über den Dächern der Stadt. Also nicht wundern, wenn wir ein bisschen Kuddelmuddel da drin haben, aber so ist es halt bei Anno. Na, man kann ja das Ganze frei gestalten, wie man will. Und ihr seht hier gerade Cap Trelawney, wie sich da unsere Stadt so präsentiert aktuell. So, jetzt zurück wieder in die Ausgangslage. Wir müssen jetzt erstmal ein bisschen uns darum kümmern, ja, wo wir stehen geblieben sind. Ich weiß gar nicht mehr den letzten Stand hier. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ich weiß gar nicht mehr. Wir wollten, glaube ich, noch irgendwie hier die Weltausstellung bauen. Was fehlt denn hier noch dazu? Naja, wir brauchen noch ein paar... Was sind das hier? Investoren, oder? Kann das sein? Ja, Investoren fehlen noch ein paar. Und dann können wir endlich die Weltausstellung machen. Wir sind wirklich ein bisschen hinten dran, aber es macht nichts, ne? Wir haben ja Zeit. Ja, von dem her alles gut. Ja, so weit, so gut. Dann kümmern wir uns ja noch um die andere Welt, um Enbesa, wie gesagt. Da müssen wir schauen, wie es da ausschaut. Ja, da läuft eigentlich jetzt momentan alles soweit stabil. Die brauchen dann Brillen als nächstes, okay. Was schaut es denn hier mit den Aufgaben aus? Gibt es da irgendwo gerade hier Aufgabenbuch? Genau, da haben wir noch ein paar Aufgaben zu erledigen. Ja, es ist viel zu tun. Okay, und bei Cap Trelawney, wie sieht es da nochmal aus? Was haben wir da für Aufgaben zu erledigen? Weltausstellung, ja, das ist es. Und hier Touristen-DLC, ein Grand Hotel bauen. Ja, das müssen wir auch noch machen. Ja, ihr merkt es, man kann sich da wirklich verlieren in dem Spiel. Jetzt müssen wir erstmal schauen, dass wir die Bedürfnisse von den Investoren ja, erledigen. Das ist eigentlich mein nächster Punkt, den ich angehen wollte. Hochräder brauchen wir. Wir brauchen Hochräder. Momentan das, was, glaube ich, ausgegangen ist. Kann das sein? Hochräder? Ja, Hochräder haben wir gar keine mehr. Jemine. Das ist schlecht. Jetzt müssen wir mal schauen. Hochräder, wie bauen wir die am besten? Mal gucken. Hochräder. Wir haben hier zwei auf der Insel. Wir brauchen Stahl und Kautschuk. Wie schaut es mit dem Stahl aus? Haben die noch genügend hier? Ja, Stahl ist da. Was ist mit dem Kautschuk? Kautschuk wäre auch nicht schlecht, wenn es geht. Kautschuk wäre auch da, nur nicht... wir schaffen es nicht, hier ranzukommen mit den Hochrädern. Na, dann müssen wir hier noch eine Fabrik bauen. Jetzt überlege ich gerade. Die passt da nicht mehr hin. Da ist es schlecht. Die passt da nicht mehr rein. Nee, die passt da nicht mehr hin. Das ist blöd. Ich muss jetzt da die Holzfäller mitnehmen, das, oder wegnehmen, besser gesagt. Das will ich eigentlich auch nicht. Das ist blöd. Wobei, hier könnte man sie noch hinsetzen, eventuell. Jetzt haben die keinen Strom, oder? Wahrscheinlich. Das wäre so klar. Sind Sie neugierig? Ja, die haben keinen Strom. Das ist jetzt blöd. Ja, da hört nämlich hier auf.
Ey, das ist nicht gut gebaut. Das sehe ich hier gerade. Pass auf, da müssen wir es jetzt anders machen. Da müssen wir jetzt hier mal ein bisschen umbauen. Damit wir hier mehr Platz bekommen. So, pass auf, wir machen das so. Und so. Und so. Genau. Dann haben wir da schon mal das rübergebracht. Dann machen wir. Die Goldschmiede will ich irgendwie da rüberbringen. Das ist, geht jetzt irgendwie nicht. Also machen wir das mal hier rüber. Das geht. Die Feuerwehr. Die machen wir mal. Achso, da haben die keine Straße hier, ne? Das ist blöd. Pass auf, da machen wir hier die Straße rüber. Ja, ja. Bekommst gleich wieder Anschluss, keine Panik. So. Dann machen wir hier hin die Straße. Und die machen wir weg. Dann machen wir das nämlich. Geht das? Ne, geht nicht. Dann machen wir hier die Feuerwehr hin. Euch machen wir dahin. Die passt hier nicht rein, das ist okay. Ja, die haben alle keinen Strom jetzt, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Setzen wir die mal hier hin. Dann bauen wir jetzt hier eine Straße runter. So, jetzt muss ich, will gerne die Fabrik hier unten hinsetzen, wenn es geht. Die hier. Kann ich die da hinsetzen? Nein. Geht immer noch nicht. Wir brauchen aber eine Straße, weil sonst haben wir hier ein Problem. So, du. Ja, dich. Du stehst ja auch falsch irgendwie, tut mir leid. Warte mal. Kann ich dich hier rübersetzen? Ja, dich kann ich hier rübersetzen, das ist gut. Dann setzt nämlich dich. Und setzt dich hier hin. Machen wir das so. Ah, jetzt haben sie den Strom, oder was? Ja, das haben wir hinten Strom, sehr gut. Das ist gut, sehr gut. Okay, dann haben wir jetzt eine neue Hochradfabrik. So, was fehlt noch? Ah, Hochrad wird langsam wieder voller. Das andere haben wir noch nicht am Start hier, ne? Schmuck, Fotografen, das fehlt noch alles. Das müssen wir erst aufbauen. Mir geht es jetzt erstmal darum, dass die Investoren ein bisschen glücklicher sind. Und wir hier endlich diese Zahl erreichen vielleicht. Genau. So, jetzt müssen wir warten, bis die sich das eingependelt haben, das Ganze. Und dann, glaube ich, kommen wir an die richtige Stelle hier. So, jetzt schauen wir mal kurz, was das hier sind, die ja, Holzgeschichte. Pass auf, wir könnten die da rüberziehen. Ich glaube, das macht mehr Sinn, wenn wir müssen sowieso mehr Platz denen geben. Vom Gefühl her. Warte mal schnell, Optionen, mal kurz gucken, bei Audio reingehen. Da bin ich schon. Warte mal, die Musik ist mir immer noch ein bisschen zu laut. Und dafür die Sprachausgabe ein bisschen lauter, wenn es geht. So.
Fortsetzen. So, jetzt muss ich so beruhigen. Luft zu schnappen, meinte ich nur. Was? Habt ihr da keine Luft, wo du herkommst? So, dann können wir nämlich hier noch eine. Ja, ich denke schon. Sieh an, der Idiot ist zurück. Oh, gütiger, ich habe sie für den Fotografen gehalten. Immer noch zu Späßen aufgelegt. Sehr gut. Pass auf, dann machen wir hier die Straße weiter. So. Na? Genau. Die haben noch, genau. Eventuell müssen wir die Holzlager da rübersetzen. Eddie. Na? Das Lagerhaus. Das hier. Weil sonst der Weg zu weit ist, glaube ich, oder? Ja. Die haben keinen Anschluss mehr. Und dann setzen wir das mal hier hin. Dann haben die, glaube ich, besseren Anschluss. So. Das machen wir weg. Genau, und du. Ja, du kannst da bleiben. Das ist okay. Genau. Gut. So, jetzt schauen wir mal, haben die jetzt ein bisschen mehr Hochräder oder sieht es da schlecht aus? Nein, die Hochräder gehen wieder nach oben, das ist gut, anscheinend. Noch mal kurz ein Lagerhaus, weil ich schon wissen will, ob das hier, das können wir mal ausbauen. Ja, das sieht ganz gut aus. Hochräder steigen, ja genau, sehr gut. Das ist gut. So, dann haben wir das schon mal gelöst. Jetzt, das lassen wir alles soweit. So, jetzt könnten wir uns drum kümmern, um das nächste. Machen wir nach Enbesa, bitte. Was brauchen die hier eigentlich? Liefern sie... Genau. Panzerbretter, Lehmziegel und Kanonen muss ich da liefern. Aha. Ja, Kanonen habe ich hier nicht auf dieser Insel oder in dieser Karte. Der will Kanonen haben. Haben wir Kanonen? Haben wir die in Cap Trelawney? Weiß ich gar nicht. Haben wir sowas? Wir spielen ja ohne Konkurrenten, deswegen brauchen wir auch keine Kanonen. Doch, haben wir hier. Genügend. 695, ja, um Gottes Willen. Kann es sein, dass wir immer noch Kanonen bauen? Warte mal kurz. Wo waren die? Nee, Kanonen. Wo sind die Kanonen hin? Naja, werden wir schon wieder finden. Jetzt muss ich mir überlegen. Wir wollten jetzt gucken nach einem Schiff, das hier steht, das niemand braucht. Nee, den Albatros nicht. Die Schildkröte? Wieso? Wieso fährst du nicht? Besetz die Station. Ah, da hat man einen Öltanker gebaut, weil wir irgendeine Ölstrecke machen wollten, ne? Ah, jetzt weiß ich nicht mehr wohin. Das ist blöd. So, ich muss jetzt Kanonen erstmal liefern. Ah, wird das alles kompliziert. Ich hätte mir ein Set machen sollen. Kanonen. Wie viel will der haben in den Besa? 10, 10, ja, das passt. Und dann braucht er Lehmziegel und Schwanzerbretter. Ja, die haben wir ja auf der Insel, okay. Dann gehen wir jetzt nochmal zurück. Cap Trelawney, wo ist mein Flaggschiff? Da. Und du wanderst jetzt wieder rüber in die andere Region.
Und zwar nach Embesa. Ja, wohin? Dahin. So, okay. Das läuft. Der Öltanker. Jetzt muss ich kurz überlegen. Wir brauchen irgendwo Öl, ne? Da ist der Öltanker. Die Frage ist nur, wo der hin muss. So, der steht hier ewig. Besetzt die Station. Das ist die Insel hier. Okay. Wir haben doch hier schon neue gebaut, ne? Hier. Wäre es mit Werkstätten? Fehlender Bohrturm. Ach, da fehlt auch noch was, um Gottes Willen. Warum kann man die nicht bauen? Ach, da fehlt noch Stahl und Ding. Ah, okay. Lass mich mal bitte nach Capenone rüber, weil wir müssen unbedingt Stahl und Ziegel rüberbringen. Ein neuer Auftrag? Nee. Sind unterwegs. Stimmt, da wollte man was aufbauen da hinten. Richtig. Jetzt habe ich es wieder langsam im Kopf. Die neue Öllinie, damit die noch mehr Öl bekommen. Jetzt müssen wir aber erst Ziegel und Stahl drüber liefern. Ich glaube, das haben wir noch nicht gemacht. Wenn ich mich nicht irre. Anno 1800 ist echt komplex geworden. Durch diese ganzen DLCs und Erweiterungen muss man da wirklich sehr, sehr viel im Kopf behalten. Wenn man da eine längere Pause macht, dann ist man fast schon wieder raus. Da muss man sich erst wieder minutenlang ein bisschen damit beschäftigen, wo gerade was gebraucht wird oder wo man gerade stehen geblieben war beim letzten Mal. Also es ist kein Spiel für zwischendrin mal, sondern da muss man schon ein bisschen, ja, paar Stunden sich beschäftigen am besten. So, wir brauchen jetzt erstmal Stahl. Und ich nehme ja nochmal Stahl mit und nochmal ein paar Ziegelsteine, die schaden ja nicht. Und du gehst rüber bitte in den. Nee, da nicht. Nee. Du gehst bitte in die neue Welt und zwar. Oh Gott. Wie heißt die Insel? Fahr mal dahin bitte. Genau, der Öltanker macht bitte dasselbe. Den müssen wir dann darüber ziehen. Müssen wir eine Route, glaube ich, machen. Haben wir da schon eine Route gemacht? Glaube ich nicht, oder? Heißt die Insel? Schuke-Insel tatsächlich, ja. Nee, haben wir nicht. Genau. Mal Route einrichten. Handelsroute. Transferöl. Wo ist die? Nicht Steinzeit, sondern. Wo ist der Öltanker hin? Bin jetzt Schildkröte heißt die, genau. So, nochmal. Route einrichten. Ach so. Oh. Kommt davon, wenn man nicht mehr so oft Anno gespielt hat. Dann Sphäröl. Junge, Junge, Junge. Wie der erste Spieler hier. So. Nee, neue Welt. Schokoinsel. Da laden wir natürlich Öl auf, ist klar. Und dann geht's zurück nach Cap Trelawney und zwar nach dahin. Crown Falls. Entladen. Du wartest auf Waren, bitte, ne? Und hier auf Löschung warten, genau.
Genau, das muss ich noch kurz ändern hier. Und zwar NW nach KT, würde ich mal sagen. Ja, zu oder nach, ist ja wurscht. Na, warte mal, das... Wo fährt der hin? Naja, dann müssen wir das auf 3 machen. Warte mal, zu KT3 wäre doch besser. Wir haben schon hier 2 am Start, dann machen wir das KT3. Genau. Sehr gut. So, wenn die Rohstoffe haben, die neue Welt hier, wenn die haben hier auf der Seite, dann können wir den ausbauen, dann fängt er an zu laufen hier. Ne? Gut. Die haben ja keine Aufgaben hier, ne? Ne, ein bisschen leer. Sehr gut. So, jetzt, das passt alles soweit. So, jetzt muss ich schauen. In Besa. Was haben die hier? 20 Wanzerbretter, 10 Lehmziegel. Was ist hier los? Zu viele Transporter, okay. Wir haben keinen Platz mehr hier. Da, hier. Wanzerbretterhammer. Kanonen kommen. Und Lehmziegel brauchen wir jetzt noch. Da, Lehmziegel, hier. Ja, da müssen wir jetzt auf die Kanonen warten, ne? Genau. So, was haben wir hier noch? Epos der Löwen, das silberne Zeitalter. Finden Sie die Ruinen der Paläste der sieben Prinzen auf Kidusi, Anidoni, Vaha, Desha oder Angareb. Lesen Sie die Notiz des Gelehrten, um weitere Informationen zu erhalten. Ach so, genau. Wo ist denn das Schiff mit der... Da, das da war es, gell? Genau. Egal wie lange ich bleibe, wie sehr mich die Bewohner willkommen heißen, es liegt immer ein drohender Schatten, eine Flamme über meiner Schulter. Ein Teil von mir ist immer noch auf der Flucht vor dem blutigen Gemetzel auf Angareb. Tomasis wüten die Klinge in der Brust meines Königs, als er die Stellung hielt, damit seine Frau und sein Sohn fliehen konnten. Ich habe ihn im Stich gelassen, um den kleinen Heile zu retten. Aber mir blieb nichts anderes übrig, als den Jungen in die Straßen der Stadt zu schicken. Meines Königs Sohn, den ich wie meinen eigenen liebte, war fort. Auf sich allein gestellt, musste er die furchtbare Bürde von Blut und Trauma tragen. Manchmal wünschte ich, wir hätten die Kinderstube des Palasts nie verlassen und uns irgendwo dort versteckt. Es war so ein ruhiger und friedvoller Ort. Ein Ort glücklicher Zeiten und hölzerner Spielzeugsoldaten. Heile hatte sie geliebt. Mögest du Trost finden, mein junger König, in diesem oder einem nächsten Leben, bis wir uns wiedersehen. Es dauert nicht mehr lange. Okay, was soll ich da jetzt finden? So. Was hat er für eine Aufgabe für uns hier? Finden Sie die Ruinen? Ich muss hier suchen, oder was? Gott. Diese Suchspiele. Wo finde ich die jetzt? Burg. Palastruinen. Waffenmeister. Artefakt. Finden Sie Paläste der sieben Prinzen. Auf Kidusi. Ach so. Oder Angareb. Ja, also hier sind die Ruinen. Auf welcher Insel bin ich denn jetzt? Auf Angareb. Okay. Wo ist denn... Wie heißt die hier? Das ist eine andere Insel. Wo ist denn die? Nee, da wollen wir nicht hin. Unbesiedelt. Ah. Okay. Ja, ich suche hier gerade.
Das sind die drei Inseln, okay? Um die es geht. Der Punkt ist nur, ich weiß jetzt nicht, ich soll das irgendwie suchen, aber soll ich es dann anklicken oder was soll ich jetzt machen? Koordinaten gesetzt. Der steht da eben nicht da in dem, in der Aufgabe hier. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Finden Sie die Ruinen der Paläste des sieben Prinzen. Oder, also entweder oder, ne? Steht hier. Ruinen der sieben Prinzen. Zerstörtes Lager. Was haben wir hier? Nee, das. Ich glaube nicht, dass es auf Ahadescha liegt. Was ist das hier? Ja. Altes Familienhaus. Also, ich glaube, es muss irgendwo. Nee, das auch nicht. Ja, Bücher lesen brauchen wir jetzt nicht. Nee. Also, ich glaube schon, dass das hier auf dieser Hauptinsel da. Wo war ich hier? Hier, das, nee, war ich nicht da. Warte mal. Es muss hier sein. Die Frage ist nur. Warte mal, ja. Fahr noch mal bitte dahin. Nach Angereb. Ah ja, jetzt bist du da, oder? Sehr gut. Auf der falschen Insel. Bitte mal hier rüber. Koordinaten eingezeichnet. So, wenn der da ist, dann kann ich die eine Aufgabe erfüllen. Die Frage ist jetzt nur die. Wollen wir jetzt nach hier nach zum entwaffnenden Lächeln oder zu schwere Geschütze? Das sind jetzt die Fragen, die wir jetzt erfüllen müssen. Weil ich glaube nicht, dass wir beides machen müssen, oder? Oder machen wir beides? Entweder oder beides. Was fehlt Ihnen eigentlich Natürlich noch? steht frischer Tee, wenn du möchtest. Und zum Der glücklich Himmel sein. ist blau. Und grenzenlos. Die brauchen Brillen, ne? Einer braucht Brillen, glaube ich. Herrliche Duft von Injera. Gebacken auf einem heißen Stein. Ja. Genau. Dann müssten wir mal. Haben wir hier bei Cap Trelawney nicht so ein Schiffchen übrig? Tatsächlich, da ist ein Frachtschiff. Was macht es hier eigentlich? Ach, wegen der Kohle, ne? Genau. Du könntest theoretisch, wenn du willst. Zum Horizont. Das könnte Klippe auch machen, theoretisch. Auf Ihren Befehl. Warte mal, kannst du es abladen? Nee, geht nicht, ne? Nee. Naja. So. Du sollst jetzt Wanzerbretter mitnehmen, 20 Stück, wenn es geht. Admiral auf der Brücke. Ja, nimm mal 50 mit, ist ja wurscht. Und dann Lehmziegel. Wo bist du? Da. Genau. So, und jetzt fährst du erstmal hier hin. Also entweder müssen wir beide Aufgaben erfüllen oder nur eine davon, das weiß ich nicht. Aber mal schauen, wir haben ja genügend dabei. Dann können wir ja beides erfüllen, theoretisch. So, und ich sehe, die Folge neigt sich gleich dem Ende zu. Aber noch ein bisschen Hammer. Wir werden das noch hier erfüllen.
Und in der Zwischenzeit, bis zur nächsten Folge, werde ich mal gucken, wie diese Aufgabe da unten weitergeht, weil das ist mir echt zu rätselhaft hier, ne? Und ich habe keine Lust, jetzt stundenlang zu suchen. Wir haben doch keine Zeit. Neue Welt, bist du jetzt schon angekommen drüben? Nee, oder? Nee. Wäre ja auch zu schön gewesen. Ach ja. Ölturm bauen. Ja, ja. Schon klar. So, wir warten auf das Schiffchen. Bis es da ist. Wo bist du denn, kleines Schiffchen? Ah ja. Dauert noch ein bisschen, oder was? Nee. Fährst du denn hin? Steuermann? Ah ja, komm schon. So, gleich ist da. Und wenn der da ist, dann werden wir die Aufgabe erledigen und dann endet die Folge, würde ich sagen. Also man kann ja das Spiel wirklich so spielen, wie man es will. Ne? Man muss ja nicht diese Sachen machen. Ne? Man kann ja auch einfach nur bauen, ja? Und dann einfach sein Volk mit Waren versorgen. Diese Aufgaben, das ist ja nur so nebenbei. Ne? Davon hängt ja jetzt nicht das Spiel ab, in der Hinsicht. Das ist ja nur so eine kleine Story nebenbei. Aber es macht immer noch Laune. So, jetzt kommt das kleine Schiffchen angefahren. Segel! Wunderbar. Ich wusste, auf Sie kann ich mich verlassen. Na, absolut. Ich wusste, Sie schaffen es. Okay, es war doch eine Entweder-Oder-Aufgabe. So wenig ist ein Besser Ihnen also wert, dass Sie sein Volk für das Versprechen von etwas Plunder im Stich lassen würden. Es ist also wahr, es gibt keine Hoffnung, weder auf Frieden noch auf Freundschaft. Ich nehme an, Sie haben Ihr Bestes versucht. Tut mir leid. Ich werde Sir Archibald eine letzte Gelegenheit geben, seine Meinung zu ändern. Bringen Sie dieses Geschenk zu ihm. Ich bin sicher, er wird die Botschaft verstehen. Sind unterwegs. Jawohl. Gut. Ja, dann hoffen wir, dass die Botschaft gut ist. Ich habe keine Ahnung gehabt, was es auslöst. Ich spiele zum ersten Mal, ne? Diese Passagen, diese Story. Na gut, dann sage ich erstmal vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.